So Leute, servus auf dem Vidas Channel. Ja, ich hatte folgendes Problem bei der Triumph. Und zwar ist es eigentlich ein relativ bekanntes Problem. Ich habe mich immer gewundert, warum im Stand mein Ausgleichsbehälter von der Kühlflüssigkeit immer leerer wird. Einfach so, zu Zeit, dann war der offenbar komplett leer, da musste ich wieder nachfüllen. Das war jetzt so eine endless Story über den restlichen Sommer. Und ja, ich habe mich gefragt, boah fuck, warum verliert die Kühlflüssigkeit? Im Gegenzug ist aber auch mein Ölstand immer mehr geworden und das ist genau das, was man nicht will. Das heißt, dass Kühlflüssigkeit in den Ölkreislauf gekommen ist und ich dachte, boah, hoffentlich nicht die Kopfdichtung. Dem war aber nicht so, denn ich habe herausgefunden, dass es nicht die Kopfdichtung ist, das wäre nämlich richtig kacke gewesen, sondern nämlich dieses kleine Teil hier. Und das ist der Wärmetauscher von der Triumph, die hat sowas, das ist hier unten verbaut. Ich zeige dann auch euch gleich, wie man das Ganze tauscht und durch was man das ersetzt. Was passiert denn genau oder was geht denn kaputt, dass dieses Ding hier ja, so Probleme machen kann und eigentlich einem den ganzen Motor zerstören kann. Und zwar ist es so, der Wärmetauscher ist dafür da, dass im kalten Motorzustand die schneller sich erwärmende Kühlflüssigkeit das Öl mit erwärmt. Das ist halt auch ein Vorteil und, oder besser gesagt, das Ding hätte eigentlich nur Vorteile. Und der weitere Vorteil ist halt dann, dass das Öl, das da durchfließt, im warmen Zustand von der kühleren Kühlflüssigkeit eventuell dann gekühlt wird. Die Idee dahinter ist eigentlich super. Das Problem ist aber bloß, dass diese Lamellen, die hier drin sind, in diesem Teil, durch die Lamellen fließt dann quasi die Kühlflüssigkeit durch, um das Öl entweder zu erwärmen oder zu kühlen. Das Problem ist aber bloß, dass bei dem hohen Öldruck, der bei hohen Drehzahlen entsteht, den halten die Lamellen nicht aus in dem Wärmetauscher und damit reißen die dann irgendwann. Das Problem ist, wenn die reißen, dass es einem beim laufenden Motor und bei hohen Drehzahlen durch den Öldruck, der ja stärker ist wie der Druck vom Kühlsystem, einfach das Öl in den Kühlkreislauf drückt. Und das ist natürlich alles andere als geil. Und umgedreht ist aber, dass dann durch die Risse, die in den Lamellen entstehen, ist natürlich im Stand der Druck vom Wassersystem viel höher wie der Druck vom Öl. Das heißt, im Stand, wenn der Motor nicht läuft, drückt es einen dann die Kühlflüssigkeit in den Ölkreislauf oder besser gesagt ins Motoröl halt. Und das ist ja das, was man definitiv nicht haben möchte. Und das ist halt ein Riesenproblem bei dem Motorrad, gerade bei den Anfangsmodellen. Das sind reihenweise auch den Leuten auf der Rennstrecke die Motoren hochgegangen, eben nur durch dieses Bauteil hier. Da gibt es jetzt Abhilfe. Ich zeige euch jetzt gleich, was ich da eingebaut habe. Das Ding kostet bei Triumph 330 Euro und die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder kaputt geht, ist sehr hoch. Drum habe ich mir jetzt eine Modifikation aus England bestellt. Das schaut so ähnlich aus, bloß dass man einfach den Kühlkreislauf quasi komplett weglässt und das Öl dann quasi durch Luft gekühlt wird. Ich habe es jetzt in England bestellt, mir ist aber von der netten Zuschauerin oder die, wo mir auf Instagram folgt, nahegelegt worden, dass es sowas auch in Deutschland gibt. Der Typ heißt Ketchup. Sucht einfach im Triumph Daytona Forum nach Ketchup, dann findet ihr den schon nicht. Der verkauft so Teile, die kosten um die 100 Euro, die modifizierten. Damit ist dann das Problem aus der Welt geschaffen. Und wie man das Ganze macht, das seht ihr jetzt. Also, Wärmetauscher sitzt hier unten. Das Problem ist, ich habe nichts, wo ich euch hinstellen kann oder ihr würdet mir quasi immer im Weg umgehen. Darum zeige ich euch jetzt immer Step by Step, was ich gemacht habe. So, also als erstes nehmen wir hier unten quasi die Kühlwasserleitung ab. Die hier und dann quasi die zweite. Warte, ich stelle mal scharf. Das ist die hier. Und genau, damit fangen wir an. Jetzt sind quasi beide Kühlwasserschläuche ab und was wir jetzt gleich machen, dass ich das ja nicht vergesse, wir nehmen jetzt die zwei beigelegten Blindplugs und setzen die mal gleich blind. Dann kann man da schon mal nichts vergessen. Ich werde die dann natürlich später noch beibinden, aber das zeige ich euch dann, wie ich das gemacht habe.
So, so schaut das jetzt aus. Die eine Leitung geht quasi vom Kühler, ich denke mal, das ist die Zuleitung. Und das hier wird die Ablaufleitung, also ja wurscht eigentlich in welche Flussrichtung, das interessiert jetzt eh nicht mehr. Auf jeden Fall ist das jetzt hier geplackt. Und hier ist auch ein Plug drin, schön angezogen. Und jetzt werden wir uns mal dran machen, dass wir hier diesen komischen Wärmetauscher hier hinten ausbauen. Brauchen wir große Nusse? Ich glaube, mit einer Nuss kommst du eh nicht hin. Da werden wir wahrscheinlich einen Ringschlüssel brauchen, ich glaube 24er. Und ja, dann schrauben wir das Ding jetzt mal auf. So, und wie ihr seht, kommt da jetzt schon Öl raus, läuft natürlich wieder richtig schön über den Krümmer. Also ich baue nicht einfach den Krümmer ab wegen sowas. Es war eine 24er Nuss, ich schraube den jetzt fertig ab und dann schauen wir es uns an, wenn der quasi draußen ist. So schaut es jetzt dahinter aus, es ist jetzt leider schon ein bisschen dunkler. Da sitzt jetzt noch ein O-Ring, der kommt jetzt dann gleich runter. Der wird natürlich erneuert, weil ich habe keinen Bock, dass es wieder leckt. Und das kostet echt nicht die Welt. Ich habe den bei Triumph bestellt und der kostet irgendwie 3 Euro oder so. Also das ist es wirklich wert, sowas zu machen. Das ist der Bolzen, der da drin steckt. Das ist ein ganz schöner Oschi und der hat auch so Bohrungen, quasi ums Öl durchzulassen. Das ist der Dichtring, den habe ich schon weggelegt, weil da gibt es auch einen neuen. So, da ist es jetzt. Also das sind die zwei O-Ringe. Das ist einmal der Dichtring. Der hier drüben liegt, den machen wir jetzt auch neu. Dann ist einmal der O-Ring, der noch drin hängt, der wird jetzt auch neu gemacht. Und das ist der neue Ölkühler, besser gesagt. Sieht man hier schon, quasi hier fließt dann das Öl durch. Hier geht die Schraube durch. Hier kommt dann der O-Ring rein. Jetzt, genau, und hier wird es festgeschraubt. Und den bauen wir jetzt quasi hier unten rein. Der neue Wärmetauscher ist jetzt quasi dran. So, guck, so schaut's aus. Ich werde mir das Ganze jetzt dann nochmal genauer anschauen, wenn es wieder heller ist. Es wird nämlich schon ganz schön dunkel. Und werde ich jetzt hier auch das Video unterbrechen und an einer anderen Stelle weitermachen. Auf jeden Fall, so schaut's aus. Ich muss jetzt quasi Kühlwasser befüllen und Öl auffüllen. So machen, dass das Ganze passt und dann werde ich eine Dichtkontrolle machen und da seid ihr dann wieder dabei. Das ist aber bei mir dann schon an einem anderen Tag. Und ja. So, wichtig ist jetzt, dass ihr nach eurem Ölwechsel natürlich quasi alles anschaut. Wir schauen uns jetzt hier auch noch den Ölkühler an, nach der Modifikation, ob da auch alles dicht ist und schaut richtig gut aus. Dann schauen wir uns natürlich hier die Blindstopfen an, ob die dicht sind. Sind sie? Und der andere ist auch dicht. Man muss aufpassen, die Leitungen sind heiß. So Leute, ja, wie ihr gemerkt habt, ist das Video ja schon ein bisschen älter, wo ich das mit dem Wärmetauscher gemacht habe. Ich habe jetzt dieses Update schon über ein Jahr drin jetzt knapp. Und ich muss wirklich sagen, ich habe keine Probleme mehr. Der Motor läuft einwandfrei. Vom Kühlwasser jetzt ein Tick kühler wie zuvor und ja, ich kann nur wirklich jedem ans Herz legen, macht es bei eurer Daytona. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es sogar die ganz aktuellen Baujahre auch noch betrifft. Tauscht es einfach bei jeder Daytona, Street Triple dasselbe, tauscht dieses Bauteil und ihr habt einfach Ruhe und ihr lauft nicht Gefahr, dass ihr einen Motorschaden habt. Und ja, es tut mir leid, dass das Video jetzt zu spät kommt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es ja total verplant, dieses Video online zu stellen. Ich wusste auch irgendwie, ich hatte es gar nicht mehr im Gedanken. Letztes Mal bin ich dann zufällig, hat mich da wer dran erinnert und ich bin da wieder drauf gekommen. Und darum hoffe ich, ihr lasst mir trotzdem den großen blauen Daumen da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Servus, auf Wiedersehen.